Schüttle den Staub von dir ab. Steh auf und setze dich hin, Jerusalem. Mache dich los von den Fesseln deines Halses, du Gefangene. Nicht diese Einstellung zu haben, so ein Montagsmensch zu sein, sondern ab dem Zeitpunkt, wo wir die Entscheidung treffen, das zu machen, was wir machen wollen. Wenn du anfängst, dem Teufel zu widerstehen, es werden Wunder passieren und der Teufel wird einfach rennen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Hey Freunde, willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Es ist seit langem wieder soweit mit unserem Bibelvers. Ja, ich würde mal sagen, los geht's. Schüttle den Staub von dir ab, steh auf. Mit diesem Vers wird gemeint, dass du quasi von deiner Grube, nehme ich mal zum Beispiel, wo du mit Selbstmitleid, mit Hass, mit negativen Gedanken einfach zu kämpfen hast und Gott dich einfach da rausholen möchte. Egal wie tief du steckst, steh auf und schüttel, wie es in der Bibel steht, einfach diesen Staub von dir ab und steh auf. Deswegen möchte ich dich ermutigen, egal wo du steckst, egal wie tief du gerade liegst, einfach aufzustehen und den Schritt zu wagen. Steh auf und lass alles liegen. Also ciao, Freunde. Auf dem ersten Platz müsste natürlich Gott stehen. Das wissen wir, glaube ich, alle. Jetzt möchte ich, dass ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmt oder ein paar Sekunden und überlegt, was bei euch auf dem ersten Platz steht. Ob es Gott ist oder eher was anderes, was Gott den ersten Platz raubt. Es gibt zwei Fälle. Entweder bist du der Sleeper oder du bist der Auferweckte. Wir merken nicht, dass wir der Sleeper sind, weil eben die Lüge ist, uns verdeckt zu sehen. Bitte den Herrn im Klaren zu sehen und er wird dir die doppelte Sehkraft schenken. Wie verstehen wir, dass wir ein Sleeper sind? Und zwar der erste Punkt, es wird dir im Geiste zu bequem. Quasi, dass du in der Komfortzone bist, wo kein Wachstum herrscht, wo du den Fokus nicht auf Gott hast, sondern auf etwas anderes, was eigentlich auf ihn sein sollte. Und wenn du deinem Willen nachgehst. Wenn du gemerkt hast, dass du in manchen Bereichen ein Sleeper bist, dann möchte ich dich ermutigen, dem zu widerstehen, den Schritt zu wagen und deine Stimme zu nutzen, die Gott dir gegeben hat, seine Wahrheit zu erzählen. Wenn du anfängst, dem Teufel zu widerstehen, es werden Wunder passieren und der Teufel wird einfach rennen. Gott versucht jeden von uns aufzuwecken. Nur wir müssen den Schritt wagen, unser Wecker nicht auf Schlummern zu stellen, sondern auf den ersten Ton hören und ihn sofort annehmen. Und nicht diese Einstellung zu haben, zum Beispiel so ein Montagsmensch zu sein, jedes Mal etwas am Montag anzufangen, sondern ab dem Zeitpunkt, wo wir die Entscheidung treffen, das zu machen, was wir machen wollen. Und an dem Tag loszulegen. Jetzt lesen wir in Epheser 5, 14 bis 17. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. 1. Thessalonicher 5, Vers 5, 6 und 8. Lesen wir, ihr alle lebt im Licht, ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen, wie die anderen. Wir wollen hell wach und nüchtern bleiben. Wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Amen. Wenn wir kampfbereit sein wollen, steht in der Bibel, brauchen wir also einen Brustpanzer, der aus Glaube und Liebe besteht. Wie stark ist unser Glaube? Wie stark sind die Wurzeln und wie tief sind die Wurzeln? Und die Liebe dazu auch. Wenn du schon im Glauben und im Geiste brennst, dann ist es super. Aber wenn du jetzt analysiert hast, dass du vielleicht nicht mehr so brennst für Gott und ihn nicht in deinem Fokus hast, dann gibt Gott dir eine Entscheidung. Ich habe jetzt so ein Beispiel. Gott legt dir das Nötigste, was du brauchst, schon hin. Er legt es dir schon fertig hin und er gibt dir eine Entscheidung. Möchtest du für ihn brennen, dann geh die Entscheidung an und den Schritt. Wie gesagt, er hat dir alles schon hingelegt, alles schon fertig hingelegt. Die Entscheidung liegt bei dir. Tust du dich nur, sage ich mal, anfeilen, du willst zwar was, aber auch irgendwie zieht sich noch die Welt weg davon. Man sieht, es bringt sich nichts. Wenn du wirklich die Entscheidung triffst und mehr möchtest und dich versuchst anzuzünden, es dauert ein bisschen, aber es geschieht. Und du brennst, aber dann Versuchungen kommen und du danach doch wieder aufgibst, weil du den Versuchungen nicht widerstehst, dann hat dir Gott
noch Entscheidungen hingelegt und wird dich noch mehr herausziehen. Er wird dich nochmal ermutigen, er wird dich nochmal hoch hinaufziehen und du wirst nochmal dich anzünden. Und dann zeigst du einfach dem Teufel, wie du widerstehen kannst, indem du auch deinen Mitmenschen was gibst. Hingabe ist gleich unser Leben nicht für 15%, auch nicht für 30%, auch nicht für 50% hinzugeben, sondern um ganz volle 100% hinzugeben. Und dass unser Fokus auch auf Gott bleibt. Wenn du dich hingegeben hast, dann freut es mich für dich. Aber es werden auch natürlich Versuchungen kommen oder Attacken kommen vom Teufel, der dir das rauben will, wo du Frucht bringst, wo du Gottes Wort weitergibst und weiter sagst. Es werden zum Beispiel Lügen entstehen, es werden Attacken kommen, es werden Hindernisse kommen, es werden Versuchungen kommen, aber ich ermutige dich, dem zu widerstehen. Weil wenn Gott sieht, dass du diese Hindernisse überstehst, wird er dich doppelt dafür belohnen. Zu guter Letzt, sag Ja zu ihm und gib dich ihm hin. Erstens, steh auf, zweitens, gib dich ihm hin, drittens, zünde das Feuer an und viertens, feiere mit deinem Papa. Er freut sich um jeden Sieg mit dir. Er feiert um mit dir, egal wie du dich gerade fühlst oder in welcher Situation du gerade bist. Er sieht alles und er freut sich, wenn du dich freust. Ich hoffe, das Thema hat dich irgendwo angesprochen oder du fandest es interessant, mal anzuhören, wenn du das erste Mal dabei bist. Somit wünsche ich dir eine schöne und gesegnete Woche und bis zum nächsten Mal. Das war super, das war klasse, das war 1A, ihr Mitarbeiter. Eins ist weg. Heute drehen wir den Bibelvers von The Call of Jesus. Yeah. Aha. Mit unserem Bibelvers. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen los. Nach Jerusalem. Du schneidest das weg. Steh auf und schüttel diesen Staub einfach aus. Ich steh jetzt auf. Steh auf. Schüttel den Staub von dir weg. Schlager. Schüttel den Staub von dir weg. Schüttel den Staub von dir weg. Denn du bist ganz staubig. Schüttel den Staub von dir weg. Du bist nicht ein Keller und auch oben. Yeah, aha. Yeah. Geh mal weiter. Wenn du gemerkt hast, dass du in manchen Bereichen... Daniel, schau nicht! Ich hab gar nicht geschaut. Doch. 1. Thessalonicher 5, Vers 5, 6 und 8. Wenn du schon im Glauben und im Geiste brennst, dann ist es gut. Wenn du schon im Glaube und im Geiste brennst, tu es. Wenn du schon im Glauben und im Geiste brennst, Alter, wieso, was ist das? Und ich wartet, auf dich wartet, was? Auf dich wartet, dann was? Was sag ich? Es werden Lügen von Gott, oh, von Gott. Es werden Versuchungen kommen vom Teufel. Es werden Attacken kommen, es werden Lügen kommen. Was? Ah, den, nochmal. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dich angesprochen in irgendeiner Art und Weise. Das ist ein Anzeichen, dass ich schlafen will.